Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um To the Moon. Ein neuer Film mit unter anderem Scarlett Johansson und Channing Tatum. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Wer ist das? Für mich ist das was Persönliches. Er hat meinen Namen. Sie haben gesagt, Ihre Leute geben keine Interviews, also musste ich andere engagieren. Ich bin zum Casting hier. Wer ist das? Sie sind eine reizvolle Rolle. 60 Kampfeinsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Wie war das? Was? Wir sind in den 60er Jahren. Die USA befindet sich im Wettrennen um die bemannte Raumfahrt mit der Sowjetunion. Und es geht darum, dass bei der NASA die Apollo-Mission unter einem relativ schlechten Licht steht. Cole Davis hat dort eine leitende Position und der muss sich jetzt mit einer neuen Kollegin, nämlich Kelly Jones, rumschlagen. Die wurde als Marketing-Expertin engagiert und ja, die geht ihren ganz eigenen Weg. Und da sie ja nicht überall hin darf, inszeniert und faked sie auch ein paar Sachen. Dementsprechend ja, geraten die beiden aneinander, aber irgendwie knistert es da auch. Mehr will ich gar nicht verraten, das ist so die Grundstory. Und man muss sagen, von der reinen Laufzeit her ist das sehr unterhaltsam. Also mit etwas über 2 Stunden haben wir hier super spannende Raumfahrtmissionen mit drin. Aber auch so das Zwischenmenschliche funktioniert ganz gut. Leider muss man sagen, ist es so, dass die Figuren sich nicht so richtig weiterentwickeln. Jeder behält so seine Art bei und da kann niemand so richtig aus sich rauskommen. Aber es ist schön, weil der Film es schafft, immer wieder mal Höhen und Tiefen zu haben. Also, dass wir immer eine Abwechslung haben zwischen ruhigen Momenten und dann ist es wieder in Anführungszeichen ein bisschen actionreicher, unterhaltsamer und dann zieht es einen richtig gut rein. Deswegen, es ist ein schönes Hin und Her, aber ein bisschen mehr Tiefgang hätte ich mir gewünscht. Sehr gute 3 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Schauspiel. Da haben wir natürlich einen bekannten Cast vorne mit dabei. Natürlich Scarlett Johansson, aber auch Channing Tatum, der mal auch zeigen kann, dass er natürlich ein bisschen schauspielern kann. Und die beiden sind gut, die funktionieren gut zusammen. Dazu haben wir aber auch noch Woody Harrelson mit dabei. Der Cast ist gut besetzt, die funktionieren gut, haben aber alle auch schon mal größere oder bessere Rollen gehabt, dementsprechend 3 von 5 Punkten. Technisch muss ich sagen, sieht dieser Film richtig gut aus. Sie haben sehr aufwendig Sets gebaut. Dazu insgesamt alles, was CGI ist, sieht richtig authentisch aus, wie man halt sich so altes Archivmaterial so vorstellt. Und ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch teilweise gemischt mit Originalmaterial, aber es sieht super hochwertig aus. Und da macht es einfach Spaß zuzugucken. Das ist abwechslungsreich spannend und vor allem auch mit der musikalischen Untermalung ist das einfach nur sehr, sehr unterhaltsam auf der Kinoleinwand. Deswegen technisch richtig schön geworden, 4 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, am Ende hat mich To the Moon überrascht. Der ist von der Ausgangslage sehr unterhaltsam, ist auch eher in die Richtung natürlich Komödie. Die Liebesaspekte, die Romanze, die ist dabei, ist aber nicht immer der Hauptfokus, was ich sehr angenehm fand, dass es eben sich nicht nur um die beiden dreht, sondern alles so ein bisschen ja, abwechselnd stattfindet. Und dementsprechend ist der sehr, sehr unterhaltsam und gut geworden. Und natürlich vielleicht insgesamt 10, 20 Minuten zu lang. Der hat in der Mitte so ein paar kleine Strecken, aber sonst ist das wirklich durchaus empfehlenswert fürs Kino und natürlich wieder ein Streamer, Apple TV Plus, die den finanziert haben, jetzt aber doch ins Kino natürlich bringen und da gehört er, finde ich, auch hin. Sehr schönes Ding geworden. 4 von 5 Punkten von meiner Empfehlung her. Insgesamt dann 14 von 20 Punkten. Guter, starker Film geworden, den man auch im Kino auf jeden Fall anschauen kann. Das war's soweit mit dem Video. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Hinterlasst auch gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.